Für die Mediziner, es geht um Spannungsteiler, wie funktioniert das und Kompensation, Spannungskompensation, um damit messen zu können. Gleich mal vorweg, ich erzähle nicht alles 10-mal, das wäre jetzt schade, das würde YouTube belasten. Also, guckt auf die Links, die ich hier oben anfüge. Es geht einerseits um den Spannungsteiler und um das Thema Spannungskompensation. Drei Worte dazu. Wenn ich sage, ich habe hier zwei Widerstände anliegen, von hier bis hier liegt eine Gesamtspannung an, hier und hier die Gesamtspannung, dann fällt über diesen Widerständen jeweils auch eine Spannung ab. Ich kann also die Spannung aufteilen. Das ist damit mit dem Spannungsteiler gemeint. Spannungskompensation heißt nichts weiter. Ich möchte von hier und hier gleiche Spannungen anliegen haben. Also ich lege hier eine Spannung an. Und leg hier eine Spannung an. Wenn die gleich sind, ist der Ausgleichsstrom 0. Warum alles und so weiter, das wird alles hier immer in diesen Links geklärt. Guckt darauf, das Video wartet hier. Gut. Und diese Spannung hier so einzustellen, dass die gleich der ist, das macht man mit dieser Schaltung. Wird also hier oben erklärt. Und zum Schluss füge ich jetzt auch noch Links an, die zu den entsprechenden Playlists führen. Also das muss hierfür gereichen. Das ist alles andere wäre Schmuck am Nachthemd. Egal wie, ihr kommt hier schon weiter und zum Schluss auch, denke ich wohl. Bis jetzt kamen es alle. Ich wünsche euch, dass ihr es auch versteht. Das ist ja nur das, was ich will. Tschüss.